Also auf die Idee gekommen, dieses Zimmer zu machen, bin ich eigentlich erstmal gar nicht. Ich habe die DVD White Diamond gesehen, da geht es halt um Kylies Zeit vor und beziehungsweise nach der Brustkrebsdiagnose. Sie hatte ja eine Tour und die musste abgesagt werden, weil sie eben mal diese Diagnose bekam. Das riss sie so mitten aus dem Leben heraus und in dieser DVD ist sie ganz oft in einem Backstage-Raum zu sehen und dieser Backstage-Raum ist genau dieser, den ich jetzt nachgestylt habe. Da bin ich also das erste Mal, beziehungsweise bin ich überhaupt auf dieses Zimmer aufmerksam geworden. Also irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt machst du dieses Wohnprinz-Projekt, beziehungsweise jetzt machst du ja Wohnprinz auf YouTube. Und weit vorher habe ich eigentlich dieses Zimmer schon gesehen. Und Mitte Februar habe ich angefangen dann zu sagen, okay, eigentlich könntest du dieses Projekt doch jetzt machen. Und habe dann Mitte Februar 2010 angefangen, dieses Projekt zu planen. Bis ich alles zusammen hatte, dass das Video jetzt entstehen konnte, hat es seit Mitte Februar gedauert. Also es war schon eine ziemlich lange Zeit. Hat in etwa 4 Monate gedauert, bis das zu diesem Video jetzt kam, bis es alles fertig war. Das Positivste an der Sache war, dass ich viel Zuspruch auch von den Firmen bekommen habe, denen es nicht darum geht, erwähnt zu werden oder Profit daraus zu schlagen. Die meisten waren einfach sehr neugierig, ob ich das Ganze schaffe und hatten sehr viel Vertrauen in mich. Und das ist es, was das Positivste ist, dass ich sehr viel Zuspruch bekommen habe für dieses Projekt, obwohl noch gar nichts stand. Also obwohl ich noch keine großen Projekte gemacht habe. Dieses ist ja nun mal mein erstes großes Projekt. Und das war das Positivste, der Zuspruch und das Vertrauen vieler Leute. Das Negativste, weiß ich nicht, soll ich mit dem Projekt was Negatives verbinden? Natürlich gab es negative Sachen, von Sponsoring, Zusagen, die dann irgendwie nicht eingehalten wurden, was es mir natürlich dann wieder schwierig gemacht hat, das Projekt fertigzustellen. Ich musste das sehr, sehr oft verschieben und zwar aufgrund von eben diesen negativen Sachen, dass es da Firmen gab, die wollten unbedingt mitmachen und haben dann auch zugesprochen und ich hatte das auch schriftlich und ja, das war eigentlich sehr enttäuschend, dass so große Firmen und auch namhafte Firmen einfach unzuverlässig waren. Das war sehr negativ für mich. Was aber überhaupt nichts. Das war sehr negativ für mich. Aber ihr seht ja, das hat mich überhaupt nicht aus der Bahn geworfen und ich habe das Projekt trotzdem fertig bekommen und da freue ich mich sehr drüber. Also, ihr da, ihr euch nicht dran gehalten habt, Pech gehabt. ja, ich hatte Leute, die mir geholfen haben. Da waren schon ein paar dabei, die sehr, sehr viel Zeit mit mir investiert haben, zu recherchieren, wo bekomme ich welche Sachen her. Darunter zum Beispiel Buchsbaum ist einer der ersten Zuschauer von mir, der hat sehr, sehr viel Zeit mit mir im Internet investiert und hat mit mir die Recherche geführt. Also möchte ich mich nochmal bei Buchsbaum bedanken. Ich verlinke euch auch hier nochmal seinen Channel. Er selbst macht keine Videos. Ist aber ein ganz toller YouTuber, dem man vertrauen kann, der einem ehrlich mal auch sagt, hey, das gefällt mir jetzt gar nicht, was er auch tut und darüber bin ich sehr dankbar. Ja, also ich hatte Helfer, wie gesagt, einmal Buchsbaum und dann sind da noch so ein paar unsichtbare helfende Hände, die mir da wirklich sehr gut geholfen haben und ohne die wäre das natürlich nicht möglich. Ich habe das nicht alles alleine geschafft. So im Hintergrund, so wie zum Beispiel, wenn gefilmt wird oder wenn ich was Schweres umstellen musste, dann hatte ich natürlich Hilfe, klar. Was gefällt mir am besten im Zimmer? Oh, das ist schwierig, weil es das Gesamtbild ist, was mir sehr gut gefällt. Aber natürlich habe ich auch so den einen oder anderen Favoriten. Dazu gehört zum Beispiel dieses Kissen. Liegt aber auch daran, dass ich das selbst designt habe und das also was Eigenes ist. Wenn ihr also auch eigenes Kissen designen möchtet, schreibt ihr doch einfach mal an. Vielleicht könnt ihr auch euer eigenes Kissen mal designen. Also das ist schon mal sehr cool. Was ich dann auch noch sehr gut finde, und da möchte ich mich nochmal ganz speziell bei einer Firma bedanken, und zwar ist das Atelier Abassi. Es war sehr, sehr schwierig, schwarz-weiß gestreiften Stoff zu bekommen. Und da habe ich habe mich mit Benny, also mit Buchsbaum, ich habe mir echt einen abgesucht im Internet mit ihm. Und wir sind einfach nicht fündig geworden. Und dann bin ich bei Atelier Abassi auf die Seite gestoßen, das habe ich euch auch im Video verlinkt, und
Die haben extra für mich schwarz-weiß gestreiften Stoff besorgt und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Also das ist schon sehr besonders. Dann natürlich auch der Konsolentisch. Also ich habe so klar meine Favoriten. Favoriten sind ganz einfach Kissen, Konsolentisch mit den Lampen. Der Teppich ist toll. Das Gesamtbild gefällt mir. Ja. Mein nächstes Projekt. Das ist schwierig. Mein nächstes Projekt. Was könnte mein nächstes Projekt sein? Da würde ich mich ganz gerne mal an euch wenden. Was würdet ihr denn gerne mal sehen? Es ist schwer, diese Sachen umzusetzen, denn klar bin ich bei Großprojekten auch auf die Firmen angewiesen. Ansonsten kann ich das einfach gar nicht schaffen. Das wäre einfach alles viel zu teuer. Und ja, mein nächstes Projekt, ich hoffe wieder ein so umfangreiches wie dieses. Ich habe mal, ich war jetzt vor kurzem im Kino, habe Sex and the City 2 gesehen und habe sehr, sehr viele Inspirationen bekommen. Und vielleicht könnte das eines der nächsten Projekte werden. Dann habe ich auch auf Twitter mal gefragt, wie es aussieht mit einem Disney-Video und auch Disney-Projekt. Und das war sehr gemischt. Was haltet ihr von dem Disney-Projekt? Wäre das für euch interessant oder wäre das für euch uninteressant? Also so ein Disney-Zimmer, weiß nicht. Lasst es mich wissen. Dann habe ich ein paar Anfragen von Mädels bekommen, ob ich nicht mal eine Schminkecke machen kann, zeigen kann, wie man so eine kleine Schminkecke macht. Und weiß ich noch nicht. Also ich muss mal schauen. Also meine nächsten Projekte werden sich erstmal wieder auf kleinere Dinge konzentrieren, weil das schon sehr umfangreich und sehr, sehr zeitintensiv ist, zeitaufwendig. Und ja, das ist also schwierig zu sagen, was mein nächstes Projekt sein wird. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich entscheide mich da nicht sofort. Ich habe natürlich schon wieder ein paar kleinere Sachen gemacht. Reviews zum Beispiel und ja, lasst euch da einfach überraschen, was mein nächstes größeres Projekt wird. Also ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr so fleißig für mich, dass ihr so fleißig zu mir steht, dass ihr immer zu mir haltet, mich so toll unterstützt und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch in Zukunft tut. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, euer Wohnprinz Basti.